Ich wünsche mir was Kreatives von dir zum Geburtstag. Ihre Hausarbeit braucht noch einen kreativen Einstieg oder schreibt doch mal eine kreative Anmoderation. Ja, dieses Kreativsein, diese Kreativität spielt in vielen Bereichen eine Rolle, es sei denn, man arbeitet bei der Stadt. Bei uns an der Uni Bielefeld gibt es viele Seminare, die sich mit dem Kreativsein beschäftigen und die haben wir uns mal angeschaut. Was haben ein gelber Gummiball, ein interessanter Interviewpartner und grimmige Gestalten gemeinsam? Sie alle gehören zu Seminaren an der Uni Bielefeld, in denen das kreative Arbeiten im Mittelpunkt steht. Eines dieser Seminare betreut Dozent Paul John zusammen mit Josephine. Also Paul John und ich leiten das Zeichentrickseminar und dort entwickeln wir einen kompletten Zeichentrickfilm. Angefangen mit einem Drehbuch, Storyboard, alles mit drin und jetzt im Moment sind wir schon dabei zu zeichnen. Das werden sehr viele Zeichnungen werden. Also das ganze Seminar hat sich entschieden, wirklich ein ziemlich großes Drehbuch zu schreiben mit einer richtig super Geschichte. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Zeichenaufwand auch. Statt auf Frontalunterricht wird der Schwerpunkt in diesem Seminar auf Gruppenarbeit gelegt. Also erstmal haben wir natürlich ziemlich viel Input bekommen, also Theorie zu Zeichentrickfilm. Wie kann man das lösen, wie kann man das machen? Und haben uns dann in verschiedene Gruppen gespalten. Also wir haben zum Beispiel die Zeichengruppe, die hier gerade arbeitet. Wir haben eine Storyboard-Gruppe, eine Drehbuchgruppe, eine Postproduktionsgruppe. Und die ganzen Leute arbeiten eben, soweit es eben geht, parallel an diesem Film jetzt. Kreativität für dieses Seminar ist natürlich essentiell wichtig in jeder einzelnen Gruppe. Ist halt wahnsinnig wichtig eigentlich in allem, was man tut. Auch in Dingen, glaube ich, die eigentlich nicht kreativ sind, kann man sehr kreativ angehen. Kreativ wird es auch im Patricia Skorges Seminar Creative Writing. Mit ungewöhnlichen Ideen bringt die Dozentin ihre Studenten dazu, kreative Texte zu verfassen. You're supposed to be able to explore things and try things out and it's the writing that's in the center. University is a place and it's also a time in your life when you're at university where it is very important to explore your creative potential and again I see amazing things emerging from the seminar. Some days and most of them couldn't take it and so. Kreativität ist Gegenmittel gegen Stress, Gegenmittel gegen alles, das vorgegeben ist und man hat ja einfach die Chance, irgendwie anderthalb Stunden was zu machen, was jetzt nicht unbedingt strikt auf einem Lehrplan passt, aber was trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Gut funktioniert auch das Konzept von Anna Konig. Die Gastdozentin leitet das Seminar Geschichten bewegen und viele ihrer Ideen entstanden aus ihrer eigenen Arbeit als Videokünstlerin. Wir haben versucht, die verschiedene Geschichten zu erzählen mit verschiedenen Mitteln. Während des Seminars haben zwei Filmprojekte entstanden. Eines ist dokumentarisch, der zweite Projekt ist mehr so fiktiv. Also ich finde es besonders interessant halt von Anfang an, den Film halt mitgestalten zu können. Man kann sich das Konzept überlegen, man ist in die Kamera mit einbezogen, man schneidet. Kreativität für mich ist aufmerksam, das Umgebung, die Welt, die Leute zu beobachten, mit einer sehr überzeugenden visuellen Sprache. Und ich denke, das ist halt das Schöne an Kreativität, dass es halt immer ein Ziel gibt, so auf das man hinarbeitet, kreativ, aber dass das Ergebnis dann oftmals doch halt anders ist, als man sich vorgestellt hat, aufgrund von Kreativität. Kreative Lösungen zu finden, das wird in vielen Berufsfeldern immer wichtiger und ist deshalb auch eine Schlüsselqualifikation für jeden Studenten.